Hey Leute, was geht? Hier ist wieder der Deep Yoshi mit einem brandneuen Part von Pokémon Hard Gold. Im letzten Part haben wir die Kimne Girls besiegt und diesen Part wollen wir mal gucken. Habe ich überhaupt noch genügend Geld auf die Tasche? So, was steht denn bei Deep? Wie viel Geld habe ich denn? Ah, gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir damit so weit kommen. Wie viele Pokébälle habe ich denn überhaupt noch? Mal kurz gucken. Bälle. Ein Meisterball und zwei Hyperbälle. Aber den Meisterball wollte ich noch aufsparen für später. Kontrollposten fand kein Zutritt für Unbefugte. Ob wir das uns jetzt schon antun oder ob wir erstmal auf eine Reise gehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, wir sollten erstmal was anderes machen. Zum Beispiel die Top 4 machen oder so. Bevor wir uns an der Sache ranwagen. So. Also heißt das für uns erstmal nach Naborkia fliegen und dort vieles erleben. Yay! So, Douglas, bring uns mal das schnell hin. Ich habe nämlich vor, noch viel zu machen. Oh, was haben wir denn hier? Weißt du, können wir ganz voll die wollen? Ja, habe ich das schon gemacht alles. Ja, so. Mutter, muss ich nicht unbedingt ansprechen. Ich gehe einfach jetzt mal los. Ach, was ist denn? Nanu, Dieb. Ich glaube, du musst in eine andere Richtung. Was? Kidding? Ach, muss ich das doch... Na okay, ausnahmsweise. Ah, nur ausnahmsweise. Na, ich muss da doch wieder zurück. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber... Wir können ja nichts anders machen, okay. Nein, da warte ich jetzt nicht rein. Ich wollte mir zumindest noch ein paar Bälle kaufen. Dass wir eventuell noch Pokémons fangen können. Mit den Bällen, die wir zur Verfügung haben. So, wo haben wir denn jetzt hier? Ach, da ist der Supermarkt. Genau den habe ich gesucht. Denn ich habe vor, dieses Ho-Oh mit Hyperbällen zu fangen. Willkommen, kann ich dir helfen? Natürlich. Kaufen Hyperball. Besitze zwei, dann kaufe ich mir mal 13. Ja, dann habe ich dann 15 und dann passt das schon. Und den Rest, den brauche ich dann für die Top 4. Okay, ich komme später wieder. So, dann gucken wir mal, was wir in die Tick City so alles anrichten können. Mit unserem Fahrrad. In der Nacht, um 19 Uhr, 12. Oh Gott, ne, hallo. Was haben wir denn hier? Der Glockenturm wurde als Zuflucht und Ruhestätte für Ho-Oh, das fliegende Pokémon aus der Legendäre. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklingen und Ho-Oh wieder herbeizurufen, aber keiner von ihm war erfolgreich. Jens, der Arena in der Alter dieser Stadt, ist einer dieser unglücklichen Seen. Oh, ja, das ist ja der Orden aus der Arena von Tick City. Na, nur weil du dir den Orden erkämpft hast, heißt das noch nicht, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber es ist zumindest Grund genug, um dich hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Okay, schauen wir es mal hier an. Ob wir hier irgendwas erreichen. Ah, hier unten sieht es schön aus. Muss ich zugeben. Wow, das sieht ja geil aus. Nur fehlt irgendwie die Musik ein bisschen. Aber egal. Glockentürm. So, dann wollen wir mal hochgehen. Aber das ist doch... Oh, die Feder. Du hast sie also gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. Okay, dann lass uns mal dieses kleine Rätsel hier oben lösen. Ja. Oh Gott, das Holz, das knarrt ja schon extrem. Ach ja, unser Spaß hier. So. Nypaler, ja. Damit können wir uns ein bisschen ausrüsten hier. Ich habe vor, irgendwie noch alle Items hier noch mitzunehmen. Wenn wir gerade hier sind, kann man ja auch gleich alles mitnehmen. Sprung, Sprung. Und hier dreimal Sprung. Ah, die Vogelstationen sehen richtig gut aus. Ich sehe hier nur nichts, wo ich lang muss. Ach Gott, nein. So, was erwartet uns hier? Ein Ratzfratz. Hallo Ratzfratz, wie geht's dir? So. Dann einmal Kopfnuss und tschüss. Ein bisschen EP schadet ja nie.
Ah, okay, hier geht's rüber. Gut. Ich habe mich schon gefragt, wo es rüber geht. Oh, hier wird's ein kleines, etwas größeres Rätsel. So, ein Ratzfass wieder. So, der ist einmal Kopfnuss. Was? Ja, okay, wenn du meinst, dann nochmal Kopfnuss. Und tschüss. So, dann gucken wir mal hier. Ach, das ist ein Item. Hm. Kommen wir aber jetzt so schnell nicht dahin. So, wir haben hier wieder einen Ratzfatz und er hat wahrscheinlich wieder so eine komische Beere, oder? Nee, diesmal nicht. Aber genügend EP kriegen wir ja von den Ding. Ah, hier gibt es schon wieder den Leiter. Dann gehen wir mal hier hoch. Und schauen einfach mal hier weiter. Ob wir irgendwas Gescheites finden. Außer die 200 Ratzfatz, die uns gerade nerven wollen. Aus irgendeinem Grund auch immer. So, Kaskade. Und tschüss. Ja. Okay, nächstes Pokémon. Dash, los geht's. Einmal Kopfnuss. Und tschüss. Die kleine EP kann man ja immer noch mitnehmen. Bin ich der Meinung. So, springen wir hier runter. So, nehmen wir das Item hier mit. Das ist ein Sonderbonbon. Das ist ja praktisch. Damit kann man übrigens das Level von Pokémon steigern. So, und hier rein. Und go. Oh. Wo sind wir jetzt gelandet? AP Plus. Na, warum nicht? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch gelandet, oder? Warte mal kurz. Ach so, okay. Hier Sprung. Oder bin ich hier doch richtig? Okay. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, ich bin hier doch richtig. Ja, Tiefschlag. Ja, mach einfach weiter. Du komisches Ratzfratz. So. Und weiter geht's. Düt. Sprung. Und holen wir uns das Item hier. Ein Fluchtsaal. Oh, praktisch. Genau sowas brauchen wir. Obwohl wir auch, glaube ich, am Ende rausziehen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher dabei. Ich glaube hier nicht. Okay, ich bin doch hier in der Sackgasse gewesen. So, nochmal Kopfnuss und tschüss. So, ganz viel EP für uns. Gucken wir mal hier nochmal nach unten. Nein, ich will da nicht wieder hoch, Mann. Das ist typisch. So. Dann schauen wir mal. Ich will hier gleich noch einen anderen Weg finden. So, ich will erstmal hoch. Ja, und ich mache irgendwie gerade wieder Müll. Ja, Tiefschlag, ja. Das bringt dir aber eher weniger. So, dann nehmen wir hier hoch. So, Sprung. So, gucken wir mal hier. Hier war doch... Oh. Ich glaube, ich weiß schon, wo es lang geht. Kann sein, dass ich eventuell... Ich muss da nicht lang, sondern ich muss hier lang. Oh Gott, nein. Und wieder ein Pokémon, was nerven will. Ja, okay, Ratzfatz. Du meinst, du nervst uns? Hier, tschüss. So, Level 38. Was will man mehr? Okay, ich hab's wieder verhauen. So knapp, aber trotzdem verhauen. So, nochmal hier hin. Diesmal schaffen wir es aber, dorthin zu kommen. Mal weiß ich den Weg. So, Sprung. Ne, da runter. Ah, diesmal auf der Seite. Einmal runter. Und da ist die Leiter, die uns nach oben führt. So, wir sind im nächsten Stockwerk. Und hier haben wir nochmal einen Top-Trank. Und ganz schöne Brücken hier. Die Architektur ist so schön hier. So. Und was erwartet uns denn hier diesmal wieder? Ach, Ratzfatz, du bist ja heute mal ein bisschen... Bist du ziemlich nachtaktiv heute? Okay, ich will das Item haben, definitiv. Oh, gar nicht. Und natürlich nervt das gleich wieder. Ratzfratz. Oh, Level 24, das ist ja schon mal ein bisschen mehr EP. Der Tiefschlag ist erst Erstschlaggarantie, darum ist es auch schneller irgendwie. So. Hyperheiler. Kann man nie genug haben von. Von der Top 4 nicht. So. Ja, okay. Gehen wir mal hier hoch. Wow. Große Sprungdinger. Okay. Ein Top-Beleber. Oh, geil. Damit belebt man ein Pokémon mit 100% Leben. Also KP. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay. Oh, warte mal kurz. Ach, das ist ja... Ich vergaß. Das ist ein Teleporter.
Auch noch jetzt ein Teleport-Spiel. Yay! Da freut man sich ja schon. So, und tschüss. So. So. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh Gott, ne. Da frage ich mich echt, wo wir sind denn hier gelandet? So, probieren wir mal den Teleporter hier aus. Gut. Ach, ein Item, cool. Top Elixier. Was will man mehr hier? So, dann schauen wir mal hier nach, was wir hier noch Schönes finden. Ah, ein Teleporter. Hatte ich die, glaube ich, schon mal benutzt gehabt? Ja, hatte ich. Also kommen wir immer wieder zurück von innen. Okay, dann springen wir mal hier. Ach, ich mache schon wieder den gleichen Fehler. Ich muss eigentlich zu einem anderen Teleporter. Hm. Okay. Probier es gleich nochmal. Ja, aber. Jetzt frage ich mich, wie komme ich da hin? Komme ich gar nicht so hin. Okay. Okay, hier. War auch noch eine Sackgasse. Hm. Dann benutzen wir einfach mal den Rückweg hier. Und schauen mal, ob wir da irgendwas Komisches finden. So. Ja, okay. So komisch ist es auch hier nicht. Okay. Dün, dün, dün. Ich mag diese Musik hier so. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Ratzfatz. Hallo. Ratzfatz. Tschüss. Hey. Perfekt. So. Diesen Teleporter werde ich diesmal mal benutzen. Ich wollte da nicht rein. Muss nämlich weiter hier. Ah, doch nicht. PC, was ist denn auf einmal mit los? Okay, egal. Wird schon irgendwie gehen hier. So. Hat nur ein bisschen geleckt gerade. Keine Ahnung warum, aber passt schon. So, nochmal KP bloß. Können wir nie genügend haben von. Ja. Und Abmarsch hier. Hui. So. Das ist das nächste Item, was wir noch schnell mitnehmen. Oh, Top-Genesung. Oh, alles, was wir für die Top 4 ganz gut gebrauchen können. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall, hier durchzugehen. Und fallen die, glaube ich, die letzte Treppe, oder? Nee, doch nicht. Ah, diesmal. Wir sind ja fast da, ganz oben. So, noch einen Kopfnuss und das letzte Fies auch besiegt. So. Oh, hallo. Dies ist der Ort, an dem wir mit Ho in Kontakt treten werden. Wenn hier gleich sich der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, und der Klang der Tlaloke ihr haltet, habt ertönt, wird Ho wieder vom weiten Himmelszelt zu uns herabsteigen. Yay, die Glocke läutet. Wow. Da kommt Ho. Yay. Hallo, wie geht's denn? Wow. Was ihr da vor euch seht, ist Ho. Seit Urzeiten erzählt man sich von ihnen. Dem Schutzpatron der Lüfte. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen, doch alle scheiterten sie kläglich. Dieb, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klarzlacker im Einklang miteinander standen. Seht nur, Dieb. Ho-Oh scheint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tritt, gewartet zu haben. Okay.
Aber bevor wir das anfangen, beende ich den Part. Nein, ich speichere vor noch. Ganz einfach, weil ich will nicht das irgendwie one-hitten und bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich habe euch kurz Angst gemacht. So, mal gucken, wie hört sich denn die Musik an? Von Ho. Oh, Level. Boah, gar nicht. Ein wildes Ho erscheint. Level 45. Ach, ich bin ja Level 38, das reicht. Übt der Zwinger aus. Okay, das heißt, dass wir sehr viele Sondersensoren. Oh, gar nicht. Bitte verwirr mein Pokémon nicht. Autsch. Oh. So, mal gucken, wie viel zieh ich damit Kaskade ab. So, HP-Erholung. Oh, ich habe nur einen Top-Trank. Ich hätte mich vorher mit Tränken eindecken sollen, aber ist auch egal. Ach, Freundesball. Einfach aus Prinzip. Vielleicht klappt das ja. Na okay, doch nicht. Na Mist, das Pokémon hat sich befreit. Oh. Ho-Oh schmeißt er mit Feuersturm um sich. Das ist eine ziemlich heftige Attacke. Die unser Pokémon natürlich besiegt wird. Ich wollte jetzt nicht unbedingt einen Trank verwenden. Die Sache. So, Aline, du bist dran. Dann zeig mal, ob du es irgendwie mit Donnerwelle in Schacht bringen kannst. Okay. Sonnenlicht senkt übrigens die Effektivität von Wasserattacken und stärkt die von Feuer. Okay, dann haben wir das auch erklärt. So. Paralyse sorgt dafür, dass ich es leichter einfangen kann. Mit ein paar Überbällen. So. So, oh. Dann wollen wir mal in den Ball rein, bitte. Na, hat nicht geklappt. Okay. Läuterfeuer. Oh, die Attacke ist bestimmt heftig. Natürlich. Geist nur Sonnenlicht. Nächstes Pokémon einsetzen, natürlich. Los, Wolfi, du bist dran. So. So, Beutelbälle. Ich will jetzt nicht weiter runtersprechen, weil ich... Einfach so. Ich will es einfach nicht weiter runterschwächen. So. Weil ich dann sonst wahrscheinlich ein, Ach, gar nicht. Wow, das war knapp, Wolfi. Muss ich zugeben. Du überlebst ganz schön viel. Für dein Level 36 gibt das Level 45 Ding. Okay. Sonntagsstück fehl, okay. So, nächster Ball. Mal gucken, ob wir es diesmal hereinkriegen. 3, 2, 1. Ach, Mann. Oh, jetzt kommt auch noch Feuersturm, okay. Das war aber so knapp, muss ich zugeben. So, Douglas, du bist dran. Beutel, Bälle, Überball. Oh, gar nicht, das war ein Mist. Warum bin ich auf das... Ich wollte nicht auf die Taste kommen, okay. So, nochmal ein Überball. Mal gucken. 3. Ah, gar nicht. Klappt irgendwie nicht so wirklich. Sondersensor. Hm. Au. Okay. Nochmal ein Hyperball. So. 3. 2. Ah, gar nicht. Hat nicht geklappt. Autsch. Das tut weh. Sogar noch ein Volltreffer. So, Cliffhanger. Du bist dran. Ups. Nein. Dumm. Warum? Ich wollte die Attacke nicht einsetzen. Ja, Mann, ich bin so... Bin ja so toll hier. Hm. So, Hyperball. Ich hätte mir mal ein paar Tränke kaufen sollen, bevor ich hier diese Sache gemacht habe. Okay. Ach, Mist. Ah, es paralysiert, dann kann ich angreifen. Gut. Probier's gleich nochmal. So, rein mit dir, bitte. Oh, oh. Bitte. Sei nicht so ein Arschloch. Gut. Nächster Ball. 3. Ah, Mist. Läuterfeuer, oh.
Ich hoffe, es macht nicht so viel Schaden. Ja, okay. Es macht nicht so viel Schaden auf Lukas. Das ist das Gute dran. Ah, geil. Anscheinend will er nicht in den Ball. Dann schmeiße ich einfach mal einen Superball. Einfach aus Prinzip. Ich glaube, das ist ja besser. Nee, doch nicht. Ein Feuersturm. Oh Gott, nee, das ist nicht sehr effektiv. So, letzter Ball. Eventuell. Mal hoffen, das klappt jetzt auch. Naja, hat nicht geklappt. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Und das war's auch mein letztes. Was? Okay, probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Kaskade. Ah, schade. Ah, gut. Das war eine gute Attacke. Eine sehr gute. Einmal Hyperball. Vielleicht klappt das ja jetzt mal. Ja. Bam. Mit einem Hyperball gefangen. Ah, Gott, ne. So, für hohe Wiese. Feuerflug, yay. Möchtest du einen Spitznamen geben? Nein. Oh, wurde in Box 1 PC betragen. So, somit haben wir es geschafft. Hallo? Ihr habt Ho-Oh nicht nur hierher gerufen, sondern ihr konntet es auch wie durch ein Wunder einfangen. Das wäre wirklich eine Glanzlächeln. Es gibt nur nicht mehr, was wir euch noch erzählen könnten. Wir wünschen euch für den Rest eurer Reise alles Gute. Okay. Können wir eigentlich hier wegfliegen? Guck mal kurz. Können wir auch einen Fluchtzeit sparen. Oh, geht sogar. Dann fliegen wir erstmal nach der Borg, ja. Auf geht's zu uns. Juhu! Oh. Ach, was will denn jetzt Tom schon wieder? Hallo, ich bin's Tom, alles okay? Oh ja, ich kämpfe neulich gegen einen Hauptspross, aber es ist mir entwischt, aber... Ja... Lerne aus meinen Fehlern, konzentriere dich auf den Aufgaben. In Ordnung, bleib sauber. Wir sind auch immer sauber. Okay, dann lass uns hier mal kurz rein. Unsere Pokémon schnell hochladen. Willst du dein Pokémon heilen? Natürlich. So, was hat denn... Nanu, ich dachte, es wäre etwas aus den Eigenschaften. Wo ist denn das Pokémon? Ha, gute Arbeit. Zuerst dachte ich, dass dieses Ei sei einfach nur selten und nichts weiter. Aber die Sache hat inzwischen völlig andere Dimensionen angenommen. Was? Was haben die Kinder uns erzählt? Ach, aber das geht mir nicht an. Das war ganz allein dein Verdienst. Du hast dich mit Herz und Seele durch alles durchgekämpft. Jemand, der aus einer Kraft so viel erreicht hat, schafft es sicher auch mit Spitze der Pokémon-Liga. Mach dich nun also auf den Weg zur Indigo-Plateau. Weißt du, was das ist? Nimm von hier Route 27 bis auf Route 26 gelangt. Du musst immer geradeaus in Richtung Norden. Okay. Ja, und ich würde sagen, bevor wir uns hier auf den Weg zum Indigo-Plateau machen, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Heart Gold mit Iron the Deep Yoshi. Also, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Part. Bye.